So, wir kommen jetzt also zum Existenzsatz, aber nochmal vorneweg, weil ich die gleich brauchen werde. Wichtige Ungleichung braucht man andauernd. Und der derzeitige Vortragende im Seminar, der hat es auch zu spüren bekommen, dass man die dauernd braucht. Für zwei Zahlen A und B kann ich die abschätzen, so dass ich sage A Quadrat plus B Quadrat. Aber ich kann auch noch hier ein Epsilon davor schreiben, sagen, ich möchte das A Quadrat mit einem kleinen Vorfaktor und das B Quadrat nehme ich mit einem großen Vorfaktor. Ja, und das gilt für alle Epsilon A, B größer 0. Und wahrscheinlich gilt es auch für A oder B kleiner 0, weil dann die linke Seite negativ wird und sich die rechte Seite nicht verändert. Also, ja. Aber mir kommt es jetzt darauf an. Und der Beweis ist ganz einfach. Also, und das hier nenne ich oft die Epsilon-Ungleichung. Das ist deswegen verwirrend, weil man oft in Problemen, also in der Analysis hat man oft mit Problemen zu tun, in denen Epsilon vorkommt. Und dann sagt man, oh, jetzt benutze ich die Epsilon-Ungleichung. Hat dann nichts mit dem Epsilon aus dem Problem zu tun, was man gerade betrachtet, sondern ist halt diese Ungleichung. Und der Beweis ist aber eine Trivialität. Der ist so, dass man sagt, na hoffentlich mache ich das jetzt richtig. Also wir wollen haben a minus b zum Quadrat ist, will ich das? Ja, a Quadrat minus 2ab plus b Quadrat, aber es ist ja größer gleich 0. Also jetzt bringe ich das ab auf die andere Seite und dann steht da ab kleiner gleich a Quadrat plus b Quadrat. Und wer scharf hinschaut, sieht, ich habe jetzt sogar einen Zweier unterschlagen. Okay, aber mein Gott, ich bin einfach faul und will hier nicht nochmal einen Zweier und noch einen Zweier davor schreiben. Ja, also viele Leute rechnen dann auch mit dem Zweier hier, mit dem Zweier hier. Mir ist der einfach egal. Genau. Aber wie kriegt man jetzt die Ungleichung mit einem Epsilon da drin? Da sagt man einfach, ich setze A gleich Wurzel Epsilon groß A und B gleich Wurzel 1 durch Wurzel Epsilon groß B. Und dann ist auf der linken Seite, ich versuche jetzt einfach nur A und dieses kleine A und B da einzusetzen. Dann steht auf der linken Seite A mal B. Naja gut, eigentlich ja, Wurzel A, Wurzel Epsilon mal A, aber das Wurzel Epsilon kürzt sich weg. Kleiner gleich und das kleine A zum Quadrat ist jetzt Epsilon mal A Quadrat und das kleine B zum Quadrat ist 1 durch Epsilon B Quadrat. Ja, also das ohne die Epsilone heißt es Young-Ungleichung. Das ist so ein Produkt, abschätzen können durch die Summe der Quadrate. Aber Sie können da auch noch so ein Epsilon verteilen, wie Sie wollen. Das ist oft praktisch in Abschätzungen. Ja, das war mal wichtig, dass ich die vorstelle, diese Ungleichung. Gleich brauchen wir sie. So, jetzt kommt der schöne Satz. Also wie gesagt, gleich in der ersten Stunde des neuen Kapitels. Wir nehmen all unser Wissen über Sobolev-Räume, Poincaré-Abschätzungen und derlei Dinge zusammen und beweisen die Existenz von Lösungen. Also sei Omega-Teilmenge Rn ein beschränktes Lipschitz-Gebiet. Dann wollen wir haben eine rechte Seite. Die nehmen wir jetzt mal zur Vereinfachung in L2 Omega an. Ja, das kann man ein bisschen verallgemeinern, das interessiert uns jetzt aber nicht. Und dann brauchen wir Randwerte G. Und die Randwerte, die möchte ich mir vorgeben, indem ich eine Funktion auf H1 Omega definiere. Und dann nehme ich sozusagen die Spur von G am Rand und das schreibe ich als Randwerte vor. Ja, das sind meine Daten. Mehr Daten brauche ich nicht, weil ich keine Koeffizienten in den Laplace-Operator nehme. Also das ist die Situation. Dann hat das Funktional
das Funktional, das ist jetzt das A. Und das geht jetzt, jetzt modifiziere ich aber ein bisschen, ich will nicht H1, 0 machen, jetzt kommen mal die Randwerte rein. Ja? Also XG ist jetzt mein neuer Raum, den ich gleich definieren werde, geht von XG nach R. Und zwar wird ein U aus XG geworfen auf, so, und jetzt haben wir uns ja in der Vorüberlegung klar gemacht, wir müssen da ein halb davor definieren, ein halb Gradient U Betrag Quadrat und dann ein minus F mal U, das ist Funktional. Und zwar ist es ein Funktional auf XG. Und was soll XG sein? Das seien die U in H1 Omega, sodass U auf dem Rand gleich G ist. Also U auf Rand Omega gleich G auf Rand Omega. Also ich mache sozusagen, ich behandle das G und das F sehr, sehr unterschiedlich. Diese Randbedingungen G, die stecke ich in meinen Funktionenraum. Ich sage, ich betrachte einfach nur Funktionen, die am Rand die richtigen Werte haben. Mein F behandle ich ganz anders. Mein F stecke ich in das Funktional, was ich minimieren möchte. Ja? Und was das heißen soll, U am Rand und G am Rand, das wissen wir durch den Spursatz. Denn wir haben ein Lipschitz-Gebiet und U am Rand, naja, U ist eine H1-Funktion, die hat also Randwerte. Nach dem Spursatz. Ja? Und G hat Randwerte, weil G auch eine H1-Funktion ist. Und diese zwei Randwerte, die sind nach dem Spursatz erstmal bei den L2 vom Rand. Und diese zwei L2-Funktionen auf dem Rand sollen gleich sein. Ja? Ist also wohl definiert durch den Spursatz. Funktional ist wohl definiert, weil XG, da haben wir H1-Funktionen. Für H1-Funktionen kennen wir einen Gradienten und können den quadratisch aufintegrieren. Und die L2-Eigenschaft haben wir auch, also ist es auch definiert. Okay. Also dieses Funktional ist erstmal wohl definiert. Dann hat das Funktional, und ich behaupte jetzt einen Minimierer, U in XG, natürlich in XG. Ja. Also ich schreibe vielleicht mal mathematisch hin, was das heißt. Das A von U ist das Infimum über alle V in XG A von V. Das ist für mich ein Minimierer. Also das ist der kleinste Wert, den das Funktional annehmen kann oder den es annähern kann. Und U nimmt diesen Wert, also in U nimmt das Funktional den Wert an. Und U, dieser Minimierer, ist schwache Lösung von minus Laplace U gleich F, U am Rand gleich G, mache ich jetzt mal ganz abgekürzt so. Den letzten Teil haben wir eigentlich schon bewiesen mit der Rechnung, die wir gerade hatten. Die mache ich natürlich nicht nochmal in voller Schönheit vor, ne? Aber ja, also dann haben wir eine Lösung gefunden. Die Hauptaufgabe besteht also darin, dass wir einen Minimierer des Funktionals suchen. Und damit ist, mit diesem Satz ist jetzt auch geklärt, warum dieser Abschnitt Energiemethoden heißt. Ja, da, wir reden hier von der Energie. Das A ist irgendwie ein Energiefunktional, das ordnet jedem U. Also wir haben so eine Funktion auf dem Omega. Dieser Funktion auf dem Omega wird eine Energie zugeordnet. Das ist dieser Ausdruck. Und diese Energie versuchen wir zu minimieren. Ja, im einfachsten Fall, wenn kein F da ist, wir versuchen eben, dass das U versucht irgendwie sich so, denken Sie ruhig an so Seifenhäute, die sind eigentlich da auch ein schönes Beispiel dafür. Da hat man zwar eine nichtlineare Gleichung, aber jetzt mal im einfachsten Fall denken wir einfach, Sie nehmen so einen Draht, damit spannen Sie jetzt einen Rand auf, ja, und dann wollen Sie jetzt so eine Seifenhaut in den Draht einspannen und die muss jetzt am Rand die richtigen Werte annehmen, die soll an den Rand gehen, aber ansonsten möchte sie möglichst keine kleine Gradienten haben. Genauer gesagt, also Gradient U Quadrat soll minimiert werden. Dann spannt die sich da irgendwie ein, ja, in einer möglichst harmonischen Art und Weise, sage ich jetzt absichtlich, tatsächlich wird die dann harmonisch sein im Inneren. Ne? Also das ist das Bild dafür, für diese Energieminimierung. Okay, aber Bilder brauchen wir nicht. Wir brauchen jetzt, nachdem wir einen Satz haben, einen Beweis. Und jetzt wird es also alles ein bisschen sozusagen nachvollziehbarer. Davor waren es ja so Vorüberlegungen. Also ja, müssen wir das jetzt mal zeigen. Dann ja, fangen wir mal an. Da steht eine reelle Zahl oder eine Zahl in R quer besser.
dieses Infimum von A von V, ich gebe dem mal schnell einen Namen. μ wird definiert als das Infimum alle V in xg A von V. Und der erste Schritt im Beweis ist, ich behaupte, μ ist größer minus unendlich. Ja, und übrigens auch kleiner plus unendlich. Kleiner unendlich ist natürlich eigentlich nichts zu zeigen. Also wann würde man ein Infimum gleich unendlich setzen? Naja, vielleicht dann, wenn xg die leere Menge ist. Also was ich hiermit irgendwie meine, ist auch, xg ist nicht die leere Menge. Ja, also dieses Infimum bilden wäre natürlich schlecht, eine schlechte Idee, wenn xg die leere Menge wäre. Richtig? Dann ja, können Sie es nicht machen. Aber wenn xg nicht die leere Menge ist und a ist ja eine Abbildung von xg nach r, also dann nehmen Sie ein Element in xg und dann ist a von diesem Element irgendeine Zahl und dann ist das Infimum jedenfalls kleiner als diese Zahl. Ne? Also wenn xg nicht leer ist, dann ist es auf jeden Fall kleiner als unendlich. Naja, und dann fangen wir mal damit an. Xg ungleich leere Menge. Dazu ist nur zu sagen, g ist ein Element in xg und damit ist es gezeigt. Ist g ein Element in xg? Schauen wir mal nach. G ist eine H1-Funktion und damit eine H1-Funktion und am Rand ist es g, also ist es in xg. Fertig. Und Sie wundern sich wahrscheinlich jetzt die ganze Zeit, was hat er denn nur mit seinem xg ungleich leere Menge? Ja, ist doch irgendwie klar und nicht so wichtig. Das ist aber deswegen ein wichtiger Punkt, weil das eben, ich habe schon mal erwähnt, in der Historie der ganzen Sache, also die Herren Dirichlet und so weiter darüber nachgedacht haben, da war das eben ein wichtiger Fehler, der in einem Paper war, nämlich, ich weiß jetzt gar nicht von wem, vielleicht Dirichlet, aber vielleicht jemand anderes, der hat eben gesagt, ja, sei g stetig und jetzt betrachte ich die Klasse xg, die H1-Funktion mit diesen Randwerten. Und dafür haben wir die eine Übungsaufgabe gemacht. Es gibt stetige Funktionen g, die gar keine H1-Fortsetzung besitzen. Ja? Also es könnte sein, dass Sie ein stetiges g am Rand vorschreiben, das besitzt aber keine H1-Fortsetzung. Dann würden Sie also für dieses g, wäre xg die leere Menge, weil es keine H1-Funktion gibt, die am Rand die Werte g hat. Ja, das ist also die Warnung. Und deswegen formulieren wir eben den Satz jetzt richtigerweise so, dass das g schon eine H1-Funktion sein soll und für das rechnen wir dann. Okay, also deswegen ist xg nicht leer. Und jetzt wollen wir eben zeigen, μ ist größer minus unendlich. Das ist der zweite Punkt. Ja, das ist jetzt nicht schwer. Und das ist jetzt so ähnlich wie die a priori Abschätzung. Also das war jetzt so ein Grund, warum ich die auch vorneweg gemacht habe. Rechnen wir einfach mal los, das wird jetzt schon gut gehen. Ich habe das in meinem Leben schon mehr als einmal gemacht, also wird schon klappen. Also, das a von v sollte ich jetzt sagen. Ja, wir nehmen jetzt ein beliebiges v und wir wollen ja schauen, ob das a von v zum Beispiel größer gleich minus 200 ist für alle v. Also schauen wir uns a von v mal an. Ich schreibe mir das a von v ab. A von v ist ja 1/2 Gradient V Betrag Quadrat minus F mal V. So, und das hätten wir jetzt gern größer gleich irgendwas. Naja, dann rechnen wir doch gleich mal so weiter. Also ich schreibe den ersten Term ab. 1/2. Ach, wissen Sie was, da mache ich gleich was mit. Dann nehmen wir doch gleich mal Poincaré, kann ja nicht schaden. Und warum haben wir Poincaré? Müssen wir schon mal aufpassen. Wir haben hier ein beschränktes Lipschitz-Gebiet, also haben wir Poincaré. Ja, dafür haben wir es bewiesen. Gut, also mit Poincaré schätzt uns das hier nicht nur Gradient V in L2 ab, sondern das ganze V in H1. Ich schreibe dann 1 durch C davor, weil normalerweise mache ich die Abschätzung so, irgendwas ist kleiner gleich Konstante mal was anderes. Und hier fehlt das Quadrat, sonst kann es nicht stimmen, ne? Also der erste Term ist vielleicht mit einer schlechten Konstante, also eine große Konstante. Ich versuche auch immer so zu schreiben, dass die Cs groß sind. Und dann ist 1 durch C eventuell ist eine kleine Konstante, das wäre dann schlecht. Aber trotzdem ist eine positive Konstante.
Also ist Größe gleich 1 durch C V in der H1-Norm ist der erste Term. Und der zweite Term, das ist jetzt etwas, was ich mal gar nicht mag, das Minuszeichen, also ich denke mit Cauchy-Schwarz, das ist kleiner gleich F in der L2-Norm, V in der L2-Norm. Ja, das ist Cauchy-Schwarz. Und jetzt will ich aber größer gleich und ich habe hier ein Minus, dann stimmt es also auch. Also wenn ich das Vorzeichen umdrehe, stünde ja hier, das mit Plus ist kleiner gleich das mal den. Ja, mit Plus. Also passt so. Naja, und jetzt sind wir schon fast da. Jetzt mache ich mal hier, ja, ich könnte es jetzt mit Wischen machen, ne? Aber ich mache es mir nicht mit Wischen. Also ich schreibe das ab. H1-Norm-Quadrat minus, naja, und jetzt nehme ich nämlich diese Epsilon-Ungleichung, die ich vorher extra gemacht habe. Ich möchte jetzt das hier abschätzen nach oben, aber durch das Minus ist dann eine Abschätzung nach unten, durch das F-Norm, schreibe ich das mal ruhig nach vorne, im Quadrat und dann die V-Norm im Quadrat. So, jetzt will ich zwei Schritte machen. Der eine Schritt ist, dass ich sage, die L2-Norm ist ja kleiner als die H1-Norm. Ja, die H1-Norm beinhaltet ja insbesondere die L2-Norm. Also kann ich auch hier einfach die L2-Norm durch die H1-Norm ersetzen. Das macht keinen Unterschied. Das benutze ich jetzt. Aber jetzt sehe ich, oh, da habe ich denselben Term hier und hier. Da muss ich aufpassen, dass das Ganze positiv bleibt. Also ziehe ich das nur Epsilon mal ab und das muss ich dann mit 1 durch Epsilon machen. Ja? Also das war die Epsilon-Ungleichung, eine triviale Abschätzung, dass die L2-Norm kleiner gleich H1-Norm ist. Ja, und sonst nichts. Okay? So, und jetzt kann ich sozusagen diesen Term in den absorbieren. Also wir wählen jetzt einfach Epsilon kleiner als 1 durch C. Wir können es eigentlich ein bisschen konkreter machen. Wir wählen Epsilon als 1 durch 2C. Ja, dann ist nämlich der erste Term und der letzte ist 1 durch 2c bleibt übrig. Also 1 durch c minus 1 durch 2c gibt 1 durch 2c. V in der H1-Norm Quadrat minus. Und hier ist dann 1 durch Epsilon ist dann 2c. 2c f in der L2-Norm Quadrat. So, und was war das Ganze? Das war a von v ist größer gleich dem hier. Naja, jetzt schmeißen wir mal ganz großzügig weg. Ja, das brauche ich jetzt gar nicht. Die H1-Norm, das ist was Positives. Ist größer gleich 0. Dann ist es größer gleich dem zweiten Term. Ja, aber das F ist ja irgendwas Fixiertes. Ja, das F habe ich mir vorgegeben. Das ist hier im Satz vorgegeben. Und für dieses F ist dann das Ganze eine Konstante. Ja, also das kann ich ja irgendwie C0 nennen oder so. Und dann habe ich da stehen, a von v ist größer gleich irgendeinem c0. Das ist jetzt nicht unbedingt positiv, im Gegenteil, es wird negativ sein. Aber das a von v ist nach unten beschränkt. Ja? A von v nach unten beschränkt, also gibt es ein Infimum. Jetzt wissen Sie auch, warum ich in der Analysis 1 sie so getriezt habe mit den Infima, weil die so praktisch sind. A von v nach unten beschränkt, also Infimum existiert und das Infimum ist in R. Ja, also ist das Infimum von da oben. Also nach unten beschränkt, gut. Und dann machen wir jetzt den zweiten Schritt.